Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Minecraft-Folge hier auf Sommerresidenz Le Buchto. Wir bauen direkt weiter hier an unserer kleinen Sommerresidenz. Und wir brauchen tatsächlich mal einen Ofen. Fällt mir ein. Wir brauchen einen Ofen. Natürlich können wir auch ein paar Bäumchen pflanzen hier. Haben wir nur ein, drei. Man braucht ja mal vier, ne? Oh, scheiße, egal. Dann nicht. Dann vielleicht ein andermal. So. Mal kurz das Kopfhörer leiser machen. So. Also. Ich habe natürlich auch heute wieder ein Thema für uns, was ich vielleicht ansprechen möchte und will. Und zwar ist es jetzt schon fast 14 Jahre her auf die Anschläge des 11. September 2001. Es ist, wie gesagt, wird eine Verschwörungstheorie und ich behandle es nicht als Verschwörungstheorie, ich behandle es eher als, wie sollte ich sagen, als Geschehnis und als, ja, einfach als Geschehnis. Einfach so als geschehen ist, so. Und, das Ding ist dabei, dass Amerika schon damals Probleme hatte mit den, als jetzt, also, ich möchte jetzt nicht irgendeine Religion nennen oder so, ne? Ich meine, ich sag mal, Anführer der, wie heißt er noch, Osama Bin Laden, hat ja zugegeben, dass er das mit den Anschlägen auf das World Trade Center war. Und Amerika ist seitdem sowas von geschockt, dass, ich fäll mal ein paar Bäume, dass es sogar jetzt die NSA gibt dadurch. Darauf kommen wir aber nachher. Ich erzähle kurz, was da passiert ist. Die Anschläge auf das 11. Auf das World Trade Center am 11. September, am 9/11, waren zwei Flugzeuge, die in die World Trade Center gekracht sind. Die World Trade Center, die Weltverhandlungscenter waren das damals. Bis jetzt gibt es schon wieder ein neues, aber Amerika steht immer noch unter Schock. So. Ausgeführt von, wie heißt der Typ nochmal, oh Gott, Osama Bin Laden. Und der Flug ging von Boston aus, sollte dann, ich glaube nach, ich weiß nicht wohin der fliegen sollte, schon zu lang her, sollte dann irgendwo hinfliegen, also außerhalb von Amerika, und hat aber dann Schlenker gemacht an der Küste und ist dann auf New York zugeflogen und dann war es das? Ja. Es sind über 3000 Tote. Also 3000 Leute sind da gestorben. Und das Schlimme ist ja dabei, wenn ein Flugzeug in das Gebäude kracht und alle sagen, also oder viele sagen, hier, bewahrt Ruhe, bleibt in den Stockwerken oder so. Das war das Dümmste, was man machen konnte. Was man gemacht hätte. Ich stotter gerade so ein bisschen. Tut mir leid dafür. Auf jeden Fall, das ist bis heute ungeklärt, warum. Soweit ich das weiß. Bis heute. Scheinbar hatte Amerika Stress mit Osama Bin Laden und um halt diesen Terroranschlag vielleicht sogar fürs nächste Mal vorhersehen zu können, hat Amerika gesagt, wir gründen die NSA und überwachen jede einzelne Person. Die überwachen alles, alles, wer in das Land einreist, wer ausreist, wer gerade neu ist, wer schon immer da ist oder wer einen kurzen Urlaub irgendwo gemacht hat und jetzt schon wieder in Amerika ist oder so, das überwachen die alles. Und
Der Skandal lag ja auch mal dabei. Also wir Deutschen werden alle abgehört. Das ist ja, ne? Ist ja jetzt kein Schweigethema oder sowas. Das ist jetzt normal so. Das ist halt so. Wir können dagegen nichts machen. Wir können dagegen zwar was machen, also so weit wie möglich unsere Daten nicht freigeben, aber das passiert eh irgendwann. Und die NSA hat alles unter Kontrolle. Die haben riesige Hallen an Speichern, wo sie nur Daten speichern. Die speichern nur Daten. Was ich jetzt hier mache, das speichern die auch. Die speichern alles und es ist ja jetzt fast, ich würde mal sagen, normal, dass wir abgehört werden von der NSA, ne, und gespeichert werden, dass unsere Daten gespeichert werden. Doch ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das so, dass das Telefon von Angela Merkel abgehört wurde. Mensch, das war ein Skandal. Aber ganz ehrlich, das war... da fasse ich mich nur an den Kopf und denke, warum? Warum? Es ist scheinbar so in Ordnung, dass wir abgehört werden. Also wir normale Bürger, dass wir abgehört werden. Aber wenn Angela Merkel oder wenn Bundespräsident Gauck abgehört wird, dann, oh Gott, dann flippt Deutschland aus. Ja. Und das macht die NSA nur, weil sie Daten sammeln möchte und weil sie herauskriegen möchte, wer vielleicht einen Terroranschlag erneut planen möchte auf Amerika, weil Amerika ist da jetzt momentan sehr, sehr seltsam dabei. Amerika verhält sich seltsam, also teilweise, ja, ich finde es ein bisschen unmenschlich, aber es ist mein Empfinden. Und Amerika möchte halt einen Terroranschlag, einen weiteren Terroranschlag verhindern und deshalb macht Amerika das. Es ist, finde ich, nicht notwendig, jeden einzelnen Bürger einfach abzuhören. Oh, jetzt habe ich die Axt fallen lassen. Jeden einzelnen Bürger einfach abzuhören. Es geht doch nicht, Mensch. Wir haben auch ein Leben. Hallo? Da fühle ich mich ein bisschen leicht blöd behandelt von Amerika. Hm? Gut, okay, ich habe jetzt noch keine wichtigen Daten irgendwo. Hm? Außer Bankkarte und Bankdaten und so. Habe ich eigentlich noch keine richtigen, wichtigen Daten. Aber dass die NSA das alles, das kann ich mir natürlich nicht so ganz vorstellen, wie sie das alles herausfinden, dass sie jeden Tag irgendwie Millionen von Terabyte wegschmeißen, um irgendwelche Daten von Menschen zu sammeln. Also ich meine, das geht doch jetzt nicht, das geht doch ein bisschen zu weit, oder? Wie weit möchten die das machen? Und wie lang? Das ist unglaublich. Ja. Das ist teilweise echt unglaublich. Da kann ich mich echt nur an den Kopf fassen. Gut, ist jetzt halt so, ne? Damit muss man jetzt halt leben. Und ich lebe damit auch schon lange. Aber es kann, für ältere Menschen ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber es kann für junge Leute, wie für mich zum Beispiel, sehr große Auswirkungen haben. Wenn die alles wissen über mich, die sagen, hier, guck mal, das gefällt uns nicht, der wird nicht nach Amerika reisen. Und ich habe vor, irgendwann wahrscheinlich nach Amerika zu reisen, um einfach da Urlaub zu machen, weil ich möchte auch mal Amerika sehen. Ich war noch nie in Amerika. Und einfach nur Urlaub da zu machen, dann werde ich da wahrscheinlich nicht reingelassen in das Land. Das ist ja, also, ich kann es auch nicht so richtig sagen. Ich finde es nur teilweise echt ein bisschen schrecklich, was die NSA mit uns macht. Wir haben ja gehört, dass der ehemalige Mitarbeiter Edward Snowden die NSA sozusagen verraten hat. Hat dann Asyl bekommen in Russland. Und wo er jetzt ist, weiß ich gar nicht. Aber er hat die Daten von der NSA preisgegeben und die NSA jagt ihn jetzt halt. Ich weiß nicht, ob die ihn schon haben oder so. Oder das FBI jagt ihn. Ich weiß gar nicht. Also, tut mir leid. Ich meine, so kann es doch nicht sein. Also, gut, das, was Edward Snowden gemacht hat, das, ich sag nicht, dass das richtig ist oder falsch, weil ich kann da selber meinen Senf kaum dazu geben. Ihr könnt ja mal euren Senf dazu geben.
Kommentare sind frei, Leitungen sind frei. Modell ist zu Spam. Neue Axt. Und es ist auch halt so, ich bin ein Mensch, der das die ganze Zeit im Hinterkopf hat mit der NSA. Ich habe das die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich weiß, dass sie da ist. Ich weiß, dass mein Handy abgehört wird oder so. Ob ich damit umgehen kann, das weiß ich aber allerdings noch nicht. Ne? Ja, und außerdem ist das echt gut, okay. Es ist, ne? Gut, seit den Anschlägen des 11. September ist das... Es ist natürlich ein bisschen verständlich, aber auf der anderen Seite wieder zu übertrieben. Ich meine, ne? Ja, so, und ja, es wurden beim 11. September 3 Türme zerstört. 3. Ich habe früher mal gedacht, oder vorher mal gedacht, 2, die beiden WTC-Türme. Aber es kommt noch heraus, dass das WTC-7, ein etwas kleineres Gebäude, auch das zum Komplex gehörte, auch gerade runtergesprengt wurde, dass das scheinbar, man sagt scheinbar, mit Absicht gesprengt wurde. Ja. Also haben die das alle wohl ein bisschen geplant, ne? Lässt sich daraus so ein bisschen schließen. So, ich fahre mit so ein bisschen Sand mit der Hand. Brauche ein Glas. Ja, und es ist natürlich so ein seltsames Thema. Amerika war natürlich geschockt, das kann man natürlich verstehen, aber ich meine, ja gut, ich kann es auch selber nur noch schwierig sagen, weil das ein schwieriges Thema ist, ne? Ist ja klar, ne? Aber ganz ehrlich, dass die NSA alles weiß, es ist unglaublich beinahe. Stell dir vor, ihr habt euer Passwort irgendwie vergessen bei Google Plus oder bei Facebook oder bei Hotmail oder so. Ruft doch mal die NSA an, die weiß doch euer Passwort, die kann euch nur weiterhelfen. Ist so, es ist wirklich so, es ist schlimm. Es ist einfach schlimm. Tja. Jetzt sind wir vom 11. September auf die NSA gekommen, ja. Aber der Anschlag wurde ja von Osama bin Laden geplant, der sich dann kurz danach umgebracht hat. Angeblich, wobei, der hat sich doch umgebracht, oder? Der lebt nicht mehr. Der lebt, soweit ich weiß, nicht mehr. Weil er, glaube ich, mit den Nachfolgen dann, mit den Folgen, mit den schweren Folgen nicht mehr klarkam oder so. Ja. Wobei die Frage ist, wusste Amerika sofort, dass es Osama bin Laden war oder nicht? Also, ich denke mal nicht. Zuerst dachte man ja, das mit dem Flugzeug wäre aus Versehen. Ja. Ist aber nicht so. So, ich gehe kurz zu meiner Behausung. So. Da sind wir auch schon. Ja, also schwieriges Thema, muss ich dazu sagen. Ich wusste natürlich ein bisschen mehr, aber ich habe das natürlich im Laufe der Zeit vergessen. Einfach nur, ne, weil man das Thema auch schnell wieder vergisst. Und es ist so ein Thema, was totgeschwiegen wird, was eigentlich überhaupt nicht... Es wird einfach totgeschwiegen. Sowas finde ich nicht gut, dass diese Themen totgeschwiegen werden. Höchstwahrscheinlich wird am 11. September dieses Jahres das Thema wieder angesprochen. Wenn es nicht dann totgeschwiegen wird, weil das werden wir dann ja mitbekommen. Und es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was da passiert ist. Zuerst dachte man wirklich hier aus Versehen, ne? Und jetzt hier aus Versehen Flugzeug reingestürzt. Tut uns leid. Ne? Aber jetzt ist das. Aber jetzt ist es unglaublich. Warum mache ich eigentlich eine Spitzhacke? Ich mache die einfach mal spaßeshalber. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte jetzt Sand brennen. Genau. Essen. Hier haben wir nichts drin. Haben wir da was drin? Da haben wir auch nichts drin. Sonstiges Zeugs. Da am Zuckerrohr kommt das rein.
Werkzeuge. Die Axt nehme ich nochmal mit. Und das Glas muss erstmal brennen. Ich würde sagen, ich lege mich mal dafür schlafen. Der Regen geht mir nämlich wieder auf die Nerven so ein bisschen. Huch, wir haben ja noch das Portal, genau. Schon ein bisschen länger her, dass ich aufnehme, ne? Ah. Guten Morgen. So. Jetzt erstmal ein Kaffee. Caffè Solo Canciotto. Wer kennt die Werbung nicht? Die italienische. Und dann gucken wir mal, wie weit sich das Glas hier. Das dauert ja noch. Können ja noch mal so ein bisschen Bäume fällen unterwegs.